Morgen. Morgen. Alle wohlauf. Das ist die Hauptsache. Aber wer guckt da ganz neidisch und kriegt nichts ab, oder was? Doch, du kriegst aber bestimmt auch was. Ja. Wie darf das? Ja, na, nicht so viel Zucker halt, ne? Ja, ohne Zucker. Ja. Ohne Zucker, ohne Zahn, ohne Zahn, ohne Zucker. Ist ja heiß, Mama. Aber ich hab heute noch voll geschwitzt. Na? Mama, hast du auch in der Nacht geschwitzt? Heiß, oder? Nee, ich hab nicht geschwitzt, hätte aber auch keine Decke. Ich hab voll geschwitzt. Mensch, hier gibt's so leckeres Essen. Gell, Haferstärchen. Natürlich gibt's leckeres Essen, wenn Mama auch der beste Koch ist. Die beste Köchin ist. Ja, sie sollte das auch in unserer Schule kochen. Du magst keine Kirschen? Ich hab mir nur den Kirschen gedacht. Ich hab Kirschen. Ich hab auch. Und du magst einfach keine Kirschen, nur Saft. Ich hab einen. Oder hast du die Kirschen schon rausgegessen? Nein. Keine Kirschen. Nein, die hat nur andere. Nur Saft. Ich habe alles, Papa. Ich auch. Ja, und jetzt wird die essen und dann schneiden und dann laden. Zweimal die Würste singen und Hände waschen gleichzeitig. Das ist so einmal so. Lass machen. Ja, nicht so wie du. Ja, Würste. Schon ordentlich. Naja, und wenn sie heute Morgen in der Pizza sitzen, dann klingt es ohne Sorgen. Vor der Schule geschlossen machen. Die haben mehrmals. Das passiert alle gehört. Ja, ja, die Toilette wurde mehrmals. Nicht, was ja sowieso schon gemacht wurde, aber wirklich richtig gereinigt und desinfiziert und Klinken und alles. Und wurde schon vorher schon gemacht. Oh, darf ich auch noch was haben? So lecker. Hast du noch Kirschen wieder? Ja. Hast du später eins? Du hast doch jetzt was an. The Underwater Selfie. Aber ich glaube, das ist hier dran. So. Ich gehe jetzt schneiden. Bis gleich. Ja, ganz neue Situation haben wir auch hier, weil die Kinder müssen jetzt zu Hause lernen. Lumen, was machst du gerade? Na. Tomate. Muss Hausaufgaben machen. Ameise. In welchem Wort hörst du den Laut? Ach, Apfel. Affe. Ich habe Angst, ein bisschen immer das falsch ist. Na? Sag mal. Ball. Ball. Ah, Ball. Nee, nicht weil du die Banane gesehen hast, das ist Obst. Und Obst hat kein A. Nur weil du die Banane gesehen hast, dass du. Nein, ich kann wissen, durcheinander, dass ich noch beim. Apfel, Banane. Das weiß ich. Schon ziemlich gut. Und Anouk macht. Schneit gerade in Österreich. Es schneit in Österreich, macht Anouk gerade. Hier, Grüße an Hans. Wir hoffen, du bist gut zu Hause angekommen. Müssen wir mal anrufen, wa? Eigentlich mal. Wollen wir auch mal machen. War nicht klar, Junges. Papa, die Berge sind schon eingezuckert. Aha. Okay. Wie da ist das Kreuz, dass jemand da hochgeklettert ist? Gipfelkreuz. Ja. Und mein Video dauert ewig zum Hochladen, weil das Internet überlastet ist. Also habt ihr wahrscheinlich das neue Video schneller als das alte Video. Ist ja auch mal was. Jetzt sind wir nämlich gerade erst bei 6%. Immer noch. Und lädt schon eine halbe Stunde. Wisst ihr Bescheid? In 6-7 Stunden ist das Ding oben. Also ich gehe jetzt erstmal in den Keller gleich. Tommy, du hast doch 10 Minuten. Du hast 10 Minuten? Die 10 Minuten nicht alleine mit den Kindern. Du bist viel länger weg. Schnell weg. Hält ja keiner aus hier oben. Oh, danke. Da wegen dir.
ein Paket haben wir noch verschickt. Hermes fährt noch heute? Ja. Ich krieg morgen noch eine Essenslieferung. Ach. Mit Apfelmus. Ja, Apfelmus und so Sachen. Also, ich hoffe, das Paket kommt an, weil... Und dann... Oh. Ist müde. Oh, das... Zickische Sache. Da, was ist denn da los? Hier? Haben wir schon eine eigene kleine Persönlichkeit? Hast du Zeit, zwischendurch in die Apotheke zu gehen, mein Ding abzuholen? Nee. Auf keinen Fall. Die Spritzen von Ona, die sind auch bitte? Schon bezahlt. Na, beides gehört dazu. Na, was soll ich noch machen jetzt? Da muss man vorne in die Doc Morris Apotheke. Was ist denn Doc Morris? Diese grüne Apotheke am Pottbusser Damm. Da muss ich jetzt hin. Nein, nicht jetzt. Vielleicht abends geht auch. Liegt da schon seit 3 Tagen. Hab's nicht Hauptsache raus. Aus dem Verein hier. Kannst du mal 4 Stunden liegen lassen, den Zettel, dann ist er virenfrei. Die Spritzen sind das noch. Naja, also die Spritzen. Ja. Ich brauch beide. Naja, auf den einen ist abgestempelt, dass ich es bezahlt habe. Wie auch immer. Okay. Ich, genau. Das ist der Abholzettel, nämlich. Ich muss weg. Doc Morris Apotheke, da bin ich auch entspannt, ist wahrscheinlich total Chaos. Okay, ist der leer? Ich nehme mir gerade mal den alten mit. Mein Mitbewohner meinte gerade, es könnte seiner sein. Ach, na wunderbar, siehst du? Ja, das klärt sich doch alles auf. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, aber. Unseriöses Klitzekleingeld. Ach, dann irgendwann mal. Alles gut. Okay. Ja, ist kein Problem. Bitte, bitte, gerne. So. Gleich los. Also Schlauch habe ich nicht mehr, ich habe nur noch ein, also Flicken verdicken quasi, aber ich kann ja auch Flickzeug verkaufen. Also quasi. Wenn du mir den flicken könntest, das wäre natürlich ein Traum. Okay, also ich habe noch eine Sache zu tun, exakt eine. Und ich glaube, es geht so ein bisschen dem Ende entgegen hier, also wirklich, es ist wirklich spürbar in der Bevölkerung, dass es nicht mehr lange so gehen wird. Langsam wird es den Leuten gewahr. Dass es sich immer um eine reelle Bedrohung handelt. Ich habe jetzt hier noch einen Check. Bah. Voll der fette Mund. Das sind abgefuckte Draht.
Okay. Jetzt mache ich noch die Züge fit hier. Okay. Das fühlt sich nicht so schön an. Den mache ich neu. Tausendmal lieber einen neuen Zug verlegen, als sich jetzt damit noch umzuquälen.
Okay. Und noch eine Hülse. Okay. Jetzt machen wir den Bremsbelag, den tauschen wir auch noch. Da haben wir ja schon gemacht. Oh ja, der ist durch. Der ist runter, da ist nichts mehr. Sah auch so ein bisschen so aus, als wäre der okay, aber nee, der ist nicht mehr. Der ist nicht mehr schön. Okay, das ist gemacht. Das ist auch gemacht. Eigentlich.
Keine Ahnung, warum das so kurios ist. Das ist fest. Boah, das ist auch fest. Boah. Ganz schön. Ganz schön viel. Okay, who's next? Habe ich das Telefon mitgenommen? Sorry.
Okay. So, was haben wir hier? Die Reklamation haben wir gerade erst gemacht. Dann ist wohl wieder platt. Jetzt gucken wir mal. Sie sagt, sie ist nicht gefahren damit. Am Montag war sie da. Jetzt haben wir Freitag. Ja. Am Montag war der Schlauchwechsel, jetzt ist der Freitag, jetzt ist es platt. Wieder meint sie und sie ist nicht gefahren seitdem. Das muss man halt so glauben. Wir gucken uns das jetzt mal an, woran es liegt, was da los ist. Kann ja auch einfach nur ein Fehler sein im Schlauch. Habe ich auch gemeint zu ihr, ab und zu, ganz selten, hat man mal tatsächlich sogar bei Markenschläuchen irgendeinen Ausfall. Ist ja auch immer noch ein bisschen Restluft drin, also insofern, wenn das so wenig rauskommt, dann... ist vermutlich der Schlauch irgendwo angeditscht. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Nichts zu sehen. Auch nicht. Doppelt nicht. Dann lese ich nicht. So, wir machen einfach einen neuen Schlauch rein jetzt und dann. Denken wir, ist das Essen. Also, nicht zu finden. Weder im Mantel, noch im Schlauch, noch in der Felge. Den Schlauch schaue ich mir gleich nochmal an. Kann ich nochmal richtig aufgucken. Und dann mal gucken, ob da noch was ist, so ein Materialfehler oder so. Oder vielleicht ist das auch wirklich nur das Ventil. Dann kann man den ja tatsächlich Ventil ein bisschen fester schrauben oder so und dann wieder verwenden. Aber jetzt mache ich erstmal den gleich rein, damit er gleich erledigt ist. Ja.
Keine Ahnung. Ist nur der Schlauch drin, das. Gut, haben wir. Ruf ich den an? Den Kollegen und das war's. Was soll das denn? Da ist er noch. Wo war der Lehnzettel? Gut, ich rufe an, also bis gleich. Ja, ich bin fertig. Was mache ich jetzt? Däumchen drehen, auf Kundschaft warten, weiß ich nicht, mal schauen. Ich habe noch einen Schrottrad, den habe ich gestern geschenkt bekommen. Der hat quasi das andere, das Maß, was ich aufgebaut hat, hat der mitgenommen und hat mir seinen Style lassen. Lohnt sich eigentlich nicht zu reparieren, aber vielleicht sollte ich es mir doch mal angucken. Mache ich gleich. Da ist das Prachtstückchen. Also, ich habe es mir gerade schon angeguckt. Eigentlich lohnt es sich nicht, weil das Hinterrad, schaut mal. Ja, kriegt man vielleicht noch hin irgendwie. Und hier, nimmt auch mit, wa? Hier. Der nimmt auch mit, der Rücktritt. Und man kann auch rückwärts treten, also die Narbe ist durch. Guck mal, das geht nicht. Das ist wieder eine schöne Velo-Stil-Narbe, die ist hin, die ist durch, da kann man nichts mehr machen. Nicht zu retten. Nicht in Zeiten von Corona, lohnt sich nicht, quasi. Da jetzt noch Geld zu pulvern, nee. Nee, niemals. Müll, leider. Gut. Ich würde mal sagen, Feierabend für mich. Ich gehe nach oben, ich warte auf die Abholung und das war's. Mehr passiert hier heute nicht. Tut mir leid. So, Instant Food ist fertig. Schwester! Es gibt scharfe Nudeln. Oh, lecker Instant. Jetzt mach ich den dann ein bisschen drauf. No. Auf an.
zwei Riesenportionen gegessen. Bist du noch? Wenn sie mit Blumen. Wer hat dort denn so ein Hungerholz? Vergessen hier beim Essen. Jo. Jetzt haben wir gleich 15.40 Uhr und der Stream, sag ich schon, das hat gerade doch hochgeladen schon, aber noch nicht verarbeitet. Wird gerade verarbeitet. Felix war gerade da, Mensch, zum ersten Mal in diesem Jahr, zu einem ungünstigen Zeitpunkt, wo ich ihm nicht helfen kann. Was ist? Weder habe ich den Laden noch richtig auf. Was ist denn, Papa? Was wollte er? Er wollte Geld. Wollte er mehr Geld? Er wollte 20 Euro. Ich habe ihm 20 Euro gegeben. Er weiß, wann ich ihn wiedersehe. Was soll's, wisst ihr? Was sollen wir machen? Das ist Felix. Er lebt auf der Straße, ne? Also muss man sehen, wie der klarkommt. 8,34 Euro. Ja, der hat eine Mutter, ja. Das ist meine Schrift. Du Baby, Man, seid bloß froh, dass wir so eine intakte Familie sind da. Irgendwie. Wo ihr es recht gut habt. Also da verabschiede ich mich jetzt auf alle Fälle und wir sehen uns morgen vielleicht wieder. Du hast doch hier die falsche. Ja, schön gesabbert. Tröpfcheninfektion. Ich bin infiziert. Also macht es gut, bis dann. Ciao, sagt der Tommy.